Wenn du wissen willst, wie du schnell und einfach in Ark einen Deuteranus zähmen kannst, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben, denn das zeige ich dir in diesem Video. Moin, mein Name ist Nico der Profi und heute zähmen wir einen Deuteranus. Das ist wieder ein Dino, den ihr euch gewünscht habt und ich würde sagen, wir legen direkt los und gucken uns mal an, was wir heute so brauchen. Wir nehmen heute 5 kleine Steintore mit, eventuell reichen auch weniger als 5, aber zur Sicherheit nehmen wir 5. Wir nehmen entsprechend 2 verstärkte Dino-Tore mit. Wir nehmen heute mal 5 Bärenfallen mit, einfach zur Sicherheit. Dann brauchen wir natürlich heute Narkosemittel, wir brauchen Kibbel oder Fleisch. Wir brauchen eine Waffe zum Betäuben, da könnt ihr auch eine Armbrust nehmen, wie ihr das gerne wollt und dementsprechend die Munition dazu. Ich nehme heute nochmal ein Fernrohr mit, beziehungsweise ein Zielfernrohr und die Gewehrmunition für die Flinte. Denn wir müssen ja auch die Kanus da irgendwie entfernen. Da kann ich euch auch einen starken Agi empfehlen, mit dem könnt ihr das auch ganz gut machen. Aber ich würde sagen, wir suchen uns jetzt erstmal einen Juti raus und dann kümmern wir uns um die Falle. Ein Deuteranus zu zähmen ist auf jeden Fall nervig und bedarf auch ein bisschen Vorbereitung und auch ein bisschen Glück. Ich habe jetzt hier mal einen Deuteranus genommen, der sich auch im Schneebiom befindet. Auch wenn er nur Level 8 ist, aber das kommt, glaube ich, der Situation, die ihr dann später auch habt, am nächsten. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier auf den Kano rauf und versuchen, den schon mal so ein bisschen platt zu machen. Das hält der Agi locker aus, müssen wir aufpassen, dass dann der Juti dann nicht kaputt geht. Wir müssen natürlich auch unser Leben achten. Da haben wir schon den ersten Platz, den zweiten haben wir, glaube ich, auch schon platt gehabt. Kann das sein? Und Nummer 3, das heißt, wir haben jetzt den Juti schon mal isoliert. Das ist nämlich das Wichtigste, dass der einmal isoliert wird. Und da sind wir jetzt auch gefiert. Das dauert jetzt 20 Sekunden. Wir fliegen ein bisschen rum und das Gute ist, dass wir schon mal nach oben gehen. Das heißt, wir können nicht vom Polovia irgendwie vom Agi gezogen werden, wenn wir zu nah am Boden sind. War jetzt natürlich auch relativ einfach bei ihm, weil die alle ein relativ leichtes bzw. niedriges Level haben. Aber wenn ihr beispielsweise mit mehreren Leuten da seid, funktioniert es auch noch ein Stück weit leichter. Wir müssen nur aufpassen, dass er jetzt hier nicht durch seinen Übermut irgendwie stirbt. Und ich versuche auf jeden Fall darauf zu achten, dass wir irgendwie ihn erstmal hier retten. Die Falle jetzt auch dann in seiner Nähe aufbauen, dass wir ihn nicht so weit locken müssen. Das heißt, wir setzen hier einfach ähnlich wie beim Terrazino die Bögen, sodass er da nicht durchkommt. Kommen kann. Das ist vielleicht schon ein bisschen sehr weit. Da gehen wir nochmal einmal dazwischen, damit er uns dann nicht abhaut. Aber das müsste reichen. Setzen jetzt das Tor hier am Ende rein. Am anderen Ende auch nochmal. Und schön irgendwie hinten bzw. in die Mitte dann nochmal eine Bärenfalle setzen. Wir machen beide Tore auf und versuchen ihn jetzt zu locken. Das dürfte jetzt relativ leicht gehen. Wir müssen nur den richtigen Winkel treffen und vor allem darf er uns nicht wegfieren. Das ist jetzt am wichtigsten. Ich glaube, das hat er gar nicht so mitbekommen. Wir gehen nochmal ran. Das hat er mitbekommen. Juckt ihn aber gar nicht. Was ist denn mit ihm los? Jetzt ist er da. Er fiert uns weg. Nicht so gut, aber wir haben schon mal seine Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Jetzt haben wir ihn so ein bisschen auf uns aufmerksam gemacht, glaube ich. Jetzt rennt er uns hinterher. Die Frage ist jetzt, ob der Winkel stimmte. Nein, der Winkel stimmte nicht, weil er einfach viel zu lange braucht, um uns mal hinterher zu laufen. Das könnte jetzt was werden. Spring mal kurz ab. Nein, ich spring nicht ab. So. Ha, da bin ich jetzt mal mit ihm reingelaufen, zufällig. War jetzt mal auf beiden Seiten zu. Eigentlich müsste er drin sein oder wurde er vorher getrappt? Ne, er ist komplett drin, ist auch in der zweiten Falle. Ich bin abgesprungen eben, weil ich dachte, ich hätte ihn gehabt. Jetzt ist die Frage, wo mein Agi ist. Also wir haben ihn auf jeden Fall getrappt und er versucht jetzt auch rauszukommen. Das Ding ist, euer Ziel ist es, ihn da reinzubekommen. Und es funktioniert wie mit jedem anderen Dino auch, den man versucht, in so eine Gasse reinzubekommen. Ihn möglichst gerade drauf zulaufen lassen, damit er eben da reinläuft. Ich hatte jetzt extrem viel Glück. Ich bin abgesprungen, weil ich dachte, naja, vielleicht ist er reingelaufen und mein Agi würde jetzt wegfliegen. Und dann ist er mir eben hinterhergelaufen und ist so reingetrappt worden. Das funktioniert also für euch auch zu Fuß. Ich weiß, es war jetzt nicht die beste Darstellung, aber dennoch, er ist jetzt drin. Wir können anfangen zu zähmen. Bei ihm ist es egal, wo ihr hinschießt. Der hat auch keinen Hitbox auf dem Kopf, beziehungsweise keinen Multiplikator für den Kopf. Einfach draufschießen. Gucken, dass ihr sicher seid im Schneebiom, denn das ist nämlich die große Schwierigkeit, die ihr eigentlich habt. Das Reinlocken kann eben ein bisschen nervig sein und da braucht ihr ein bisschen Geduld und vielleicht auch ein bisschen Glück. Aber das Schwierigste ist eigentlich erstmal die Kanus loszuwerden. So, und da liegt da auch schon, was ich vergessen hatte zu erwähnen, war natürlich, dass wir wie fast immer auch hier Spikes mitnehmen und die schon mal drumherum aufbauen. Das mache ich eigentlich mittlerweile bei jedem Dino, weil man weiß einfach nie, wer da oder was da kommt. Natürlich ein bisschen blöd hier. Braucht auch keine aus Metall zu nehmen, sondern ihr könnt da einfach auch stinknormale Dinger nehmen. Müsst natürlich hier aufpassen, hier kann man auch noch immer durchkommen. Bewusstlosigkeit geht relativ langsam runter, das heißt, ihr habt relativ viel Zeit. Schmeißt einfach euer Kibbel rein, schmeißt eure Narkosemittel rein und dann wird das was. So, das ging schnell, weil das Level war nicht so hoch. Alter Vater. Ja, ich denke, das hat nochmal ganz gut gezeigt, warum man auf jeden Fall Spikes aufbauen sollte, weil sowas kann irgendwie immer passieren. Jedenfalls, auf was ich hinaus wollte, wenn ihr dann pfiffig wart, habt ihr euch sogar noch eine Kryo-Kapsel mitgenommen
und könnt ihn hier direkt einfangen und dann easy nach Hause fliegen. Kommt dann also auch schnell aus diesem, ja, fiesen Biom, würde ich es mal nennen, auch wieder raus. Ansonsten würde ich mich wie immer über ein Like freuen, denn das hilft dabei, dass der Kanal wachsen kann, denn so wird das Video auch anderen Leuten angezeigt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin und ciao.